Mal schauen, was der Endtopf so hergibt. Jo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video von mir. Ja, heute fahre ich immer diese Aprilia SX 125. Genau, das ist das Bike von ihm. Den hat man auch schon in dem einen oder anderen Video von den Moped Kids gesehen. Ja, also nur der Auspuff, Aero Thunder halt. Neue, also gerade wirklich. Ist das Endtopf oder komplett anders? Endtopf. Ja. Der ist halt komplett frisch jetzt für die E5. Dann, ja. Kriegst du auch momentan kaum noch. Ja, okay. Und sonst? Sonst alles Serie. Ja. Welches Baujahr ist die? 2021. 2021, also komplett neu quasi. Ja. Und die macht wohl Spaß, also bist du gut zufrieden, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, die ist halt etwas besonders, würde ich sagen. Die zieht halt in den höheren Drehzahlbereichen mehr als unten, so weißt du. Ja. Aber ich denke, ich habe da was Gutes abbekommen. Ich meine. Und was fährt die Topspeed? Boah, ich glaube, ich hatte jetzt letztens 119, aber ich bin auch schon bei 120 gewesen. Ach so. Und sonst Kennzeichenhalter willst du so lassen oder willst du da noch rumändern? Bin ich mir noch unsicher. Ich bin aber ehrlich, ich finde sogar, bei der Karre geht der Originale sogar. Der geht sogar? Also ja. Das Foto sieht ja noch kürzer aus, als er jetzt erscheint. Ja. Ja, nein, aber zum Beispiel jetzt bei der Duke oder so, der ist ja so hässlich. Ja. Das stimmt, aber eigentlich geht das. Was immer so ungewohnt, vom Naked Bike auf eine Supermoto umzusteigen. Glaub ich. Ja. Du hast einen Tank, ist genug drin, ne? Ja, ist gerade frisch voll. Ja. Sonst, also generell jetzt die 2021er hat 7,5 Liter. Ja. Im Vergleich zur 20er. Die so klein ist der Tank nur? Ja. Okay. Also 150 Kilometer kommst du zwar, aber dann musst du auch tanken. Hä, verbraucht die so viel? Ja. Oha. 2,9 glaube ich auf 100 Kilometer. Das sieht gleich, wenn die jetzt kalt ist, in der Gasannahme echt. Ja, ja, ist gut. Ich kann die erstmal warm fahren. Ja, ja. Boah, ich finde aber irgendwie so diese, der Kupplungshebel und so, irgendwie fühlt er sich ein bisschen komisch an bei der. Ja, ja, also keine Ahnung, geht so, ne? Aber Vorderbremse ist richtig gut eingestellt, also die ist richtig stark, die greift richtig gut. Ja. Hinterradbremse eigentlich auch, deswegen macht mir keinen Kopf. Hat die auch ABS? Nur vorne halt. Ja. Ja, okay, ich werde es da sehen, alles klar. Viel Spaß. Jo. Ah, geht ein bisschen schwerer rein, ne? Alles klar. Ja, okay, Leute, das ist jetzt ein richtiger 125er Sound, würde ich sagen. Boah, ist ungewohnt. Erstmal ganz entspannt warm fahren. Ja, schon einen Balken Temperatur bekommen. Ja, ein Zylinder wird halt schnell warm, ne? Aber Leute, ich muss schon sagen, die fährt sich eigentlich voll gut für eine 125er. Und wie er schon sagte, oben rum hat die teilweise noch ein bisschen mehr Leistung. Finde ich nur schade, dass sie keine Ganganzeige hat. Mit der kann man auf jeden Fall ohne Probleme 100 erreichen. 104, 105, 106, 107. Und die liegt doch echt super in der Kurve. Ist so. Boah, krass. Hätte ich eben echt nicht gedacht. Okay, ne, unten oben rum kommt da nicht mehr ganz so viel. Also runterschalten bringt nicht viel. Komm, machen wir einmal einen kleinen Soundcheck. Hä? Ist die Neutralanzeige kaputt? Scheint schon fast so. Boah, alter Schwede. Die Ständer finde ich teilweise mal ein bisschen merkwürdig von den Karren. Hashtag Be a Racer. Mal schauen, was der Endtopf so hergibt. Also Leute, ich bin ehrlich. Für eine 125er, also im Stand, hört sich richtig kacke an. Ist so.
Aber wenn man jetzt mal so hinhört. Also der Begrenzer hört sich schon echt geil an. Muss ich einfach sagen. Aber der erste Gang. Ich weiß nicht warum. Wow. Alter, wieso merkt man das nicht, wenn der erste Gang reingeht? Alter, läuft das Getriebe weich. Guck mal. Neutral. Erster Gang. Man merkt es einfach gar nicht. Bei meiner Karre ist zum Beispiel so, wenn man den ersten Gang reinlegt, dann wackelt das ganze Motorrad. Ist ja wahrscheinlich bei den meisten anderen Bikes auch so. Jau, die Hupe. Hört es euch nochmal an. Geil. Die Beschleuniger waren echt voll gut für eine 1-2-5er. Klar, aber gegen Wind, und wenn ich mich jetzt so aufrichte, dann merkt man natürlich schon deutlich, wie die Karre langsamer wird. 125er! Aber wie gesagt, das ist die neue Aprilia SX von 2021. Euro 5. Hört mal hin. Ja. Geht sogar eigentlich fit. Nur Front-ABS. Ja, könnte wohl passen. Aber mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ja gut Leute, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst einfach ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.